Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Trolls World Tour. Ein Film, der wirklich was ganz Besonderes ist, denn der bricht gerade wahnsinnig viele Rekorde im Heimkino. Das ist ein Film, der sollte eigentlich jetzt zu dieser Zeit in die Kinos kommen, tut er aber nicht, weil, naja, gibt halt keine Kinos, die geöffnet haben, und aus genau dem Grund hat sich der Verleih Universal gedacht, hey, hier, den Film, den könnten wir doch eigentlich auch ins Heimkino bringen, und zwar nicht so wie ihr das gewohnt seid, zum Leihen für ein paar Euro. Oder zum Kaufen und unendlich oft angucken für ein paar Euro. Nein, ihr könnt ihn einmalig leihen, wie so ein Kinoticket quasi kaufen und dann auch einmalig gucken, aber eben auch zu erhöhten Preisen, quasi im Rahmen von so einem exklusiven Zeitraum, wo er super neu ist und so. Und da könnt ihr halt eben jetzt 15 Euro für diesen Film ausgeben auf den großen, euch bekannten Streaming-Portalen, die es da so eben gibt. Und nun ja, ob dieser Film nun 15 Euro wert ist oder eben nicht und ob ihr nicht vielleicht auch noch ein bisschen warten könnt, bis er irgendwie auch günstiger da ist. Denn wir haben jetzt zum Beispiel auch Bloodshot gehabt. Der kam auch für ungefähr diese Preisklasse auf die Streaming-Portale und ist da nach wenigen Tagen im Preis enorm gesunken. Vielleicht passiert es hier bei Trolls World Tour auch, der eben zum jetzigen Zeitpunkt der erfolgreichste Streaming-Start aller Zeiten war. Ich habe den Film besprochen und zwar mit Patrick und Anna, die beiden und ich. Wir hatten jetzt eben die Chance genutzt, den Film zu sichten und wollten da auf jeden Fall auch was zu sagen. Wir haben den ersten Teil alle drei nicht gesehen und waren, so viel sei an der Stelle mal verraten, auf jeden Fall von dem Film überrascht. Im Anschluss dann noch ein Film, der auch eine ganz besondere Veröffentlichung bekommt, nämlich Tokyo Ghoul S. Das ist quasi ein Sequel zum Tokyo Ghoul Film, der wiederum eine Verfilmung von einem Manga ist, soweit ich weiß. Und dieser Film wird euch jetzt relativ exklusiv von Kase im Rahmen von so einer Special Online Event Geschichte gebracht. Da könnt ihr Tickets erwerben und dann eben auch diesen Film an einem sehr gezielten Tag, glaube ich, gucken. Vor euch aufgenommen haben eine Besprechung auch wieder Patrick und in dem Fall auch noch die Christine. Die beiden kennt ihr ja schon von anderen Besprechungen zu Animes und ja, worum es genau eigentlich in Tokyo Ghoul S geht und ob der Film in irgendeiner Form gut ist oder nicht, ob ihr dieses Geld für dieses Online-Ticket quasi ausgeben solltet oder nicht, erfahrt ihr in deren Besprechung. Und zu guter Letzt dann noch ein Tiberius-Film mit dem Namen Weiß wie Schnee. Er ist, glaube ich, als Erotik-Schneewittchen-Thriller-Irgendwas-Film angekündigt worden. Und nun ja, vielleicht ist das wieder mal so ein Tiberius-Film mit einer beschissenen Synchro und einer Story, die auf dem Bierdeckel passt und vielleicht im Suff geschrieben wurde. Besprochen wurde der Film in dem Fall von Lasse und Eva. Auch ein Erotik-Dream-Team. Weiß Bescheid. Jo Leute, gibt's euch viel Spaß dabei, könnte ganz lustig geworden sein. Ich freue mich übrigens auf euer Feedback, das ihr hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload. Und auch könnt ihr uns bewerten auf Apple Podcast, auf Twitter, auf Facebook, auf google.de, auf podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man das tun. Ihr könnt uns liken und teilen auf den sozialen Netzwerken. Ihr könnt uns, keine Ahnung, was alles für Gefallen tun. Denkt einfach an uns, wie wir an euch denken. Es wäre total nett. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung von Trolls World Tour, einem Film, der ursprünglich ja in die Kinos kommen sollte, aber jetzt ziemlich direkt auf dem Heimkinomarkt aufgeschlagen ist, denn wir können Trolls seit ziemlich genau heute, dem 23.04.2020, auf so ziemlich jeder größeren Download- bzw. Streaming-Plattform gucken, wo man die eben kaufen kann, da auch zum Vollpreis, also nicht unbedingt kostengünstig, aber das ist auf jeden Fall ein ganz interessantes Thema, über das wir unbedingt sprechen wollen, auch ein Film, über dem man durchaus reden kann. Das mache ich nicht alleine. Hallo, ich bin der Andi. Ich habe mir zum einen den harten Troll des Telestammtisch mit dazu geholt, den Patrick, moin. Hi. Und den glitzernden Troll des Telestammtisch, die Anna, hi. Hi, ich glitzer nicht. Bist ja kein Vampir. Nee. Vielleicht willst du aber versuchen, zusammenzufassen, wovon Trolls World Tour eigentlich handelt. Ja, Trolls World Tour handelt eigentlich darum, dass Poppy und Poppy, der Pop-Troll, und fünf weitere Trollstämme will sie vereinen, um eine Gemeinschaft zu binden, weil die sich ja irgendwie vor Jahren schon mal getrennt haben. Und der Techno-Troll, und zwar Barb heißt sie, glaube ich. Barb, die will alle unter dem Banner des Rock-Trolls vereinen und die anderen Trolle wollen natürlich ihre eigene Musik hören und wollen das alles nicht und deswegen ist Poppy da, um das alles aufzuhalten. Also Rock gegen Pop sozusagen ist eigentlich auch schon so die grobe Zusammenfassung.
Also, ich weiß nicht, Oder? habt ihr den ersten Teil der Trolls-Reihe gesehen, also den Vorgänger? Nein. Auch nicht, ne? Also, ich habe den ebenfalls nicht gesehen, aber ganz zu Beginn des Films gibt es so eine kurze Zusammenfassung davon, was vermutlich im ersten Teil passiert ist. Und ich habe jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht das Gefühl, als hätte ich den unbedingt sehen müssen, um jetzt irgendwie diese komplexe Handlung mitschneiden zu müssen. Da war Nee. jetzt nichts, sage ich mal, besonders Komplexes dabei, oder? Nein, eigentlich nicht. Es war halt einfach nur die Versuchen, halt die Musikwelt gegen den Rock zu verteidigen. Fertig. Entsprechend weiß ich auch gar nicht so genau, ob der erste Teil auch nur annähernd so musiklastig gewesen ist, wie es jetzt der zweite war. Da haben wir in den zentralen Rollen, die ja sind also Animationsfiguren, die werden ja auch gesprochen und die werden von Lena Meyer-Landrut gesprochen und von Mark Forster, das sind die beiden, also die bekannten deutschen Synchronstimmen und noch viele weitere Namen, die wir jetzt hier wahrscheinlich gar nicht alle vollends aufzählen können. Aber da wird schon echt viel geträllert und da werden halt auch verschiedenste musikalische Beiträge aus verschiedensten musikalischen Richtungen geleistet. Und zwar volles Rohr. Also, Patrick, wie haben die dir gefallen? Naja, nicht so wirklich. Also wer bei so Filmen wie Suicide Squad schon einen Overkill an Musikstücken empfunden hat, der wird hier richtig Suicide Kopfsch. Squad hatte Musikstücke. Ja, immer wieder so neu angespielte Musik. Ah, okay. Also wie so eine Clipshow, immer wieder andere Tracks, die rausgeballert wurden. Wer da schon leichte Kopfschmerzen hat und gesagt hat, mein Gott, das ist too much, der wird hier richtig Kopfschmerzen kriegen. Die wechseln sich ja teilweise alle 20 Sekunden mit den Tracks ab, die sie da trällern. Dass mir sogar die Böse sympathischer war, nicht nur weil ich Rock gegenüber dem Pop generell vorziehe, sondern auch weil die sich auch mal getraut hat, ein Lied mal eine Minute lang durchzusingen. Und nicht alle 20 Sekunden wie so ein hyperaktives Kind. Ah, ja, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich das machen. Und so wie diese sprunghafte Auswahl der Musikstücke ist auch in etwa so der Ton des Filmes, meiner Es Meinung ist halt nach. ein krasser LSD-Trip. Ja. In sämtlichen Farben. Ja. Ist er natürlich auch von Anfang an und wir müssen uns vielleicht auch im Klaren sein, dass es ein Film ist, der hat keine Altersbegrenzung, das heißt, da können schon die Kleinsten rein. Und wenn man heutzutage da vielleicht so ein Draht zu hat, und den habe ich halt aus privaten Gründen durchaus, die Kids, die gucken heutzutage natürlich einfach andere Trickfilme, Animationsfilme und auch kurze Clips, als wir das vielleicht damals getan haben. Die Beiträge, die das für Kinder produzierte Serien, die sind heute einfach alle ein bisschen, man würde sagen, aufgedrehter, die sind alle bunter, die sind also laut, die sind irgendwie extrem, alle auch ein Stück weit, und wir würden die wahrscheinlich allesamt auch als nervig einstufen, aber so ist es halt heutzutage, so musst du auch auftreten, wenn du eben das Zielpublikum erreichen willst, und das finde ich per se jetzt auch nachvollziehbar. Also das fand ich zum Beispiel, auch wenn mir die vielleicht die einzelnen musikalischen Stilrichtungen nicht so gefallen, das war jetzt keine schlechte Musik. Also das war nie schlecht gesungen, das war nie schlecht abgemischt, das war vielleicht nervig, aber das liegt vielleicht daran, dass wir einfach nicht die Zielgruppe sind. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, wenn wir über diesen Ja, Film das habe ich mir sprechen. auch gerade gedacht, da hast du recht. Ja, und insofern ist es vielleicht wirklich ein Kind, der ist, also ein Film, der ist vielleicht auch einfach für Familien irgendwie auch ein Stück weit gemacht. Und aus genau dem Grund finde ich diesen Ansatz, den jetzt direkt für den Heimkinomarkt zu bringen, gar nicht schlecht. Eben auf die Streaming-Plattformen. Wir haben den ja auf Deutsch gesehen. Anna, wie hat dir die Synchro soweit gefallen? Ja, eigentlich ganz gut, die war in Ordnung. Also die Stimmen haben ganz gut zu den Charakteren gepasst und gesungen haben sie natürlich auch gut. Wie gesagt, du hast da schon recht, da müssen wir ein bisschen differenzierter rangehen. Also keiner von den 80er-Jahrgang wird sich den Film angucken oder älter. Aber es ist halt wirklich ein Kinderfilm. Das ist quietschebunt, poppig und ja. Aber so von der Synchro her fand ich ihn ziemlich gut. Von den Animationen her war das auch durchaus solide. Wir sind halt tatsächlich nicht die angestrebte Zielgruppe. Es sind hyperaktive Kids, die das überwiegend schauen. Die musst du auf eine andere Art bespaßen. Ich würde sogar jetzt sagen, Leute aus den 80ern, die Kinder haben, werden den sehen. Und da kann man, ähnlich wie die Message des Filmes ist, man soll gegenüber allen Musikrichtungen toleranter sein. So, sollte man das dann auch vielleicht, wenn man das mit seinem Kind sieht, auch gegenüber dem Film von seinem Kind ein wenig mehr Toleranz walten lassen. Das könnte damit schon seinen Spaß haben.
Das war bei mir ja ganz genau der Fall. Also wir haben uns hier von diesen knapp an, das sind genau 1:30 geht der, hat eine Gesamtlaufzeit von 1:30. Davon haben wir uns ungefähr 1 Stunde zu zweit angeschaut. Meine Kleine ist noch sehr klein und der lief dann halt so und die fand das alles ganz spannend irgendwie. Der Film ist ja nicht nur sehr bunt, der strotzt ja auch vor wirklich tollen Ideen. Das sind ja ganz verschiedene Charaktere, die nicht nur verschiedene Farben haben. Die sind auch, sag ich mal, ganz unterschiedlich konzipiert. Klar unterscheiden die sich jetzt in diesen Völkern der Trolle, wenn man so will, durch diese auch lose zusammengewürfelte Story, ergibt es dann schon irgendwie auch einen Sinn, dass die alle unterschiedlich sind, aber gerade die Darstellung und ja, das fand ich alles schon ganz cool und irgendwie auch ideenreich, zum Beispiel auch einfach, wenn da so ein Trollbaby geboren wird, ja, auch so der glitzernde Papa-Troll gebiert dann ein Trollbaby, das halt eben auch glitzert und die sind alle total cool. Wie viel oder älter scheint als der Vater. Ja, wirklich, oder von auch der Stimme eine andere her Szene. Schon. Da gibt es so einen Funk-Troll, der kotzt dann mal Glitzer aus und so und auch viele andere, das sind so viele Szenen, da ist ja von Anfang bis Ende ist da ja Vollgas in diesem Film. Das kann einen natürlich erschlagen, aber man muss einfach auch positiv erwähnen, dass der wirklich mega viele, auch tolle Ideen hat, tolle Sets, wenn man so will, tolle, ja einfach Aufnahmen und das finde ich dann schon auch, muss man sehr positiv an der Stelle erwähnen. Mir war in keinem Moment langweilig, auch wenn der Film letztlich null überraschend ist. Also du weißt relativ zu Beginn des Films, wie wohl die Handlung sein wird und wie sie auch ausgehen wird und dass am Ende alle gemeinsam einen Song singen, das konnte ich dir ab Minute 5 sagen. Ja. Ich fand es halt auch lustig, wie diese Böse angeführt wurde. Das war ja fast schon in bester Mad Max-Manier für Kinder. Auch auf so einem, wie heißt es, auf so einem großen Wagen, dann mit der E-Gitarre und alles. Das fand ich schon ganz lustig inszeniert. Überhaupt muss ich sagen, dass die Darstellung der einzelnen musikalischen Formen eigentlich ganz cool war. Wird ja jetzt letztlich auch dann so ein bisschen dieses ganze Image-Ding, dieses ganze, die ganze Mode, die da auch zur Musik dazugehört, die wird ja auch präsentiert und durch die Völker repräsentiert. Das fand ich schon cool und ich fand gerade auch die Darstellung der Rocker schon ganz cool, dass die Rocker natürlich erstmal die Bösen sein müssen. Herrgott, das ist halt einfach so. Aber dem Grunde nach war das schon alles irgendwie ganz cool. Klar, fehlen aus meiner Sicht noch eine ganze Menge musikalische Richtungen und Genres, die hätten durchaus noch dargestellt werden können, aber, ja, aber insgesamt ganz ehrlich, war es schon okay. Aber ganz ehrlich, aber heutzutage hast du so viele Genres, da hast du ja fast in jedem einzelnen Lied ein Genre und Untergenre, deswegen fand ich also die Auswahl schon in Ordnung. Also es war wirklich, was war es denn alles? Classic, Country, Pop, Techno, Rock und wie hieß Classic. Das? Classic. Klassik war es auch. Klassik hatten wir schon, aber wir hatten zum Beispiel noch so Minigruppen. Also wir haben zum Beispiel K-Pop oder wie das heißt, war mit dabei. Ja, genau. Und dann Jodler. Wir hatten so Smooth Jazz irgendwie war mit dabei. Funk. Ja. Genau, also schon relativ viel, klar. Und vermutlich auch in einem Rahmen, den Kinder relativ deutlich noch unterscheiden können, dann auch die einzelnen Genres. Aber eins muss ich erwähnen, was mir wirklich am besten gefallen hat, war dieser kleine Wurm mit dem Zylinder. Da habe ich mich echt weggeschmissen. Also ich stehe ja auf so kleine dumme Tierchen und der hat, das fand ich echt am besten im ganzen Film. Der war super. Würdet ihr euch einen dritten Teil angucken? Oh, weiß nicht, wenn meine Nichte alt genug werden würde, ja. Aber jetzt so freiwillig für mich alleine, es ist halt einfach nicht mein Genre und ich bin schon zu alt dafür. Ja. Patrick, würdest du dir einen dritten geben? Für eine Kritik ja, aber ich würde jetzt da auch kein Geld fürs Kino ausgeben. Man kann jetzt aber sagen, der Preis ist happig, aber wenn du dir das mit 2-3 Kindern anschaust, also im 2-3, vielleicht bis 4 Kinderhaushalt, da ist das dann deutlich billiger, als wenn du mit 4 Kindern ins Kino gehen würdest und die dann auch noch zusätzlich ihren Süßkram dazu essen wollen. Aber ich habe jetzt mal ganz kurz eine Frage. Und zwar, diese 16 Euro, danach gehört dir ja der Film, oder? Nein, du hast ihn nur einmal geliehen. Ach so. Das ist ja dieses neue Konzept, zusätzlich zum Leihen und zum Kaufen, den quasi schon bekannten digitalen Konzepten, gibt es jetzt noch diesen Event Stream, wenn man so will, den du dann einmal abrufen kannst, glaube ich, oder vielleicht auch noch ein zweites Mal oder einmal zu Ende gucken oder irgendwie sowas. Das ist halt jetzt so dieses Ding, so ein bisschen wie Pay-Per-View letztlich, wie so ein Super Bowl-Ding ist das eigentlich. Du kannst das dann quasi, du zahlst das und kannst das dann circa 24 Stunden lang abrufen und dann schauen, wann du also willst. Also so wie ausgeliehen, bloß in teuer. Genau. Okay.
Genau so sieht das nämlich aus. Yo, dann ist das Ganze natürlich im Original, wenn man so will, gesprochen von Anna Kendrick und Justin Timberlake, wo ich denke, dass es auch gut war. Vor allem zum Beispiel auch der Vater der Rockerin gesprochen von Ozzy Osbourne, finde ich alles ganz cool. Ja, das habe ich mir gedacht, den kenne ich. Mhm. Ozzy Osbourne, das war super. Nur was ich sagen muss, die Songs, das sind ja Songs, englischsprachige Songs durchgängig, von denen man vor allem das englische Original kennt. Und nun kriegen wir hier plötzlich so eine deutsch synchronisierte Ausgabe davon. Das fand ich ein bisschen irritierend. Ja, aber auf der einen Seite, es ist halt für kleine Kinder und ich kann mich noch ganz, das ist halt, sind halt die neuen Kassetten, die neuen Liederkassetten von heute. Weil damals kann ich mich noch erinnern, dass wir diese Kinderkassetten hatten und es war von diesen Originalsongs, die in Englisch gesungen wurden, nur jetzt für Kinder dann auf Deutsch gesungen. Es gab es damals, also ich hatte viele von diesen Kassetten. Da waren die ganze Zeit Popsongs, die normalerweise Englisch waren und dann haben die da wieder auf Deutsch verfasst für die Kinder. Ich glaube, Schlümpfe machen das auch irgendwie. Bis heute, ja. Aber die ändern den Inhalt auch ab des Textes. Die haben dann ja, ja, genau. Also das war aber auch nur ein anderer Inhalt von den Texten. Glaube ich. Ja, stimmt. Das heißt nicht Girls Wanna Have Fun, sondern Trolls Wanna Have Fun oder Trolls wollen Spaß haben. Irgendwie so hat sie was gesungen, ja. Ja, ja, ja. Yo, yo, yo. Dann würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr habt, kommen wir einfach zu einem Fazit. Wir müssen es ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Ja. Patrick, wie sieht's aus? Was ist dein Fazit zu Trolls 2, Trolls World Tour? Ich bin eindeutig nicht die Zielgruppe. Ich kann aber anerkennen, dass das Ding nette Ideen hatte, dass das für die Zielgruppe bestimmt gut funktioniert, auch mit diesen ganzen Musical-Anlagen. Und dass auch die Wahl der Synchronsprecher dann durchaus passend ist. Also man hat da schon eine gewisse Qualität, die jetzt das Zielpublikum bestimmt ansprechen wird. Aber für mich selber ist es halt ein solider Film, höchstens eine 2,5 von 5. Kinder könnten da gerne mindestens 1,5 Punkte oder 1 Punkt draufschlagen. Die werden da deutlich mehr bespaßt werden. Mhm. Mir war es halt echt so ein bisschen zu überdreht und zu bunt. Verstehe ich völlig. Anna, wie sieht's bei dir aus? Ich würde 2 geben plus einen Kinderbonuspunkt. Und also sozusagen 3. Mhm. Ja, ich fand, wie gesagt, am Anfang also ein bisschen nervig, aber unterm Strich eigentlich ganz witzig. Ja, also ich persönlich finde, dass der Film ganz gut ist. Ich komme so bei 3,5 raus, denke aber, dass es auf keinen Fall ein Film ist, den man jetzt unbedingt zu diesem Preis kaufen muss. Da kannst du locker noch 2 Jahre warten und dann kriegst du den irgendwo für deutlich weniger oder eben auch in einem Komplettpaket bei Netflix oder Amazon Prime Video mit drin. Das ist ja ein Film, diese Trolls, das sind ja eigentlich Spielzeuge und ich muss mal positiv erwähnen, dass hier ich so nicht unbedingt so das Gefühl habe, als wird mir hier Spielzeug verkauft. Da gibt es andere Filme, wie zuletzt Bayala hieß der, glaube ich, was, glaube ich, einfach nur eine große Spielzeugpräsentation war. Oder Ugly Dolls, da hatte Andy auch sowas gemeint. Jetzt hier Trolls, da denke ich schon, dass die Figuren und der Film eher noch im Vordergrund steht. Und der ist grundsätzlich in Ordnung, der tut nicht weh. Insofern auch mit Kids-Bonus 3,5, weil er eben auch vor Ideen strotzt und über weite Teile zumindest ganz nett war. Er ist leider kaum überraschend und wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt mit diesem Einmal-Event ist es viel zu teuer. Das ist nichts, was man im Kino oder jetzt im Rahmen von so einem Event gesehen haben muss, meiner persönlichen Meinung nach. Jo, das wäre so unser Rundumfazit zu Trolls 2. Anna, Patrick, vielen Dank. Ja, tschüss. Bitte. Tschüss. Ciao. Hallo und willkommen zur Besprechung von Tokyo Ghoul S, dem zweiten Realfilm zur Tokyo Ghoul-Reihe. Aber weil ich nicht so der bewanderte Anime-Fan bin, habe ich mir dafür die Christine noch dazu geholt. Und ja, ja. Bevor wir da loslegen, würde ich dich mal fragen, wie stehst du denn zur Anime-Vorlage oder zur Manga-Vorlage von Tokyo Ghoul? Also ich selber kenne die Anime oder die Serie nicht, die animierte. Ich kenne nur die Manga bzw. den ersten Realfilm davon. Und ich muss sagen, ich finde die Manga selber sehr genial. Also ich bin ein Fan der Serie. Ich kenne die Mangas nicht, aber ich kenne die erste Staffel. Und ja, ich war schon ein bisschen angefixt. Also der Anime war schon
recht blutig, aber halt schön actionreich und was man so schön recht wegsnacken kann. Der Anime dazu ist ja auch gerade auf Netflix verfügbar. Ja. Okay, ich würde sagen, wir kommen dann mal zu den Fakten vom Film. Regie geführt hat... Ich kann es auch gerade übernehmen, weil ich habe es hier stehen. Okay, na klar, aber übernimm gern. Also Regie hat geführt, haben zwei geführt, und zwar Takuya Kawasaki und Katsuhiko Hiramaki. Ich habe mal geschaut, die haben anscheinend noch keine anderen weiteren Filme gedreht. Zumindest habe ich nichts gefunden. Ich sehe hier sogar noch einen dritten, einen Kentaro Hagiwara. Jein, das ist, der hat den ersten Film gemacht. Das ist nämlich schon die Besonderheit. Also die zwei Filme haben komplett neue Regie bekommen. Der Film ist er startet am 28.04. als Video on Demand. Und er hat eine Lauflänge von 1:41. Und er hat bisher, der jetzige Stand, eine FSK 16 bekommen. Ja, die ich auch okay finde. Ja, die ist komplett vertretbar. Ja. Hier geht's jetzt um Ken Kaneki. Der ist seit dem ersten Film jetzt ein Ghoul. Er hat noch immer so leichte Probleme, sich mit seinem Ghoul-Sein anzufreunden. Also er ist quasi ein Vegetarier. Er kann sich nicht von Fleisch ernähren, obwohl das für ihn lebenswichtig ist. Und er ist ein Halbghoul. Durch das, was im ersten Teil passiert ist, wurden ihm Organe von dieser List transplantiert. Alle anderen Ghule haben quasi zwei rote Augen und er hat nur eins, also halb Ghul, er ist halb Mensch, halb Ghul. Und dadurch strömt er so einen seltsamen Geruch oder ein Aroma aus, das dann einen gewissen Gourmet auf ihn aufmerksam macht, der unbedingt mehr von ihm probieren will und vorhat, ihn im größeren Stil zu verspeisen. Das ist so, würde ich sagen, so im Groben die Grundhandlung. Hast du da noch was zu ergänzen? Nee, mehr würde ich jetzt auch gar nicht ergänzen, weil dann würden wir, glaube ich, schon zu viel erzählen, weil das viel mehr passiert eigentlich auch gar nicht. Leider nicht. Ich habe ja kurz davor noch mal die Anime-Serie geschaut und das, was hier in diesen 1:41 passiert, das ist das, was in Folge 4 und 5 vom Anime passiert, ist also im Prinzip 40 Minuten, die sie auf 1:41 ausgewalzt haben. Du hast ja den Vorgänger gesehen und hast schon gesagt, der war deutlich blutiger und drastischer. Ja, also der Film basiert halt auf dem 4. und 5. Manga-Band. Und ich muss auch sagen, er kam mir nicht so actionreich und flüssig vor wie der erste Film, wo deutlich mehr Tempo drin war. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur an der Regie liegt, weil man merkt deutlich, dass die Regie einen ganz anderen Fokus hatte, zwar nicht auf den Kämpfen, in dem Sinne, also im ersten war es mehr auf Schnelligkeit und die Waffen, die ja haben. Und im zweiten hatte ich eher so das Gefühl, die Kamera möchte mehr so auf Slow-Motion-Effekte teilweise einfangen. Also es hat sich alles so entschleunigt durch die Kameraführung, durch die Musik. Und es hat ganz schön das Tempo rausgenommen und dann halt noch so wenig Inhalt am Ende, obwohl der Inhalt natürlich interessant ist mit dem Gourmet. Also es ist ein richtig fieser Mensch. Ein Mensch ist ja nicht fieser Ghoul. Aber irgendwie haben die das falsch angegriffen, zu künstlerisch. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich hier zu sklavisch an die Vorlage gehalten haben. Also so, wenn man davor den Anime gesehen hat oder den Manga gelesen hat, dürfte das so gut wie kaum neue Impulse geben. Die Slow Motion hat es dann wahrscheinlich noch mal zusätzlich aufgebläht und rechtfertigt wahrscheinlich so die Lauflänge. Da kommt jetzt so der Vergleich, mich hat's echt so ein bisschen an, also der Bösewicht an so eine Emo-Version von Hannibal Lecter erinnert. Noch dazu hat er die meiste Zeit des Films so eine Maske auf, dadurch sieht man so gut wie gar keine Emotionen, also die Augen sind verdeckt. Im Mundwinkel siehst du ab und zu mal so ein paar Zähne aufblitzen. Und ich habe mich den halben Film auch noch gefragt, wie er über diese Maske da
die jetzt in Zeiten von Corona irgendwie total befremdlich ist, dann noch sein Essen zu sich nehmen will. Ob er das dann halb durch den Stofffetzen da lutscht oder... Ja, die Maske fand ich auch irritierend, weil im Original hat er nicht so eine Maske. Also er hat keine komplette Maske. Der hat nur irgendwie so eine komische halbe Maske, aber meistens hat er die ab. Ja. Weil ich finde den Gourmet als Figur eigentlich einen richtig interessanten Charakter. Der Gourmet ist als Figur gerade auch in dieser Ghoul-Welt eigentlich super makaber. Also wenn man bei Ghoul noch eins draufsetzen kann, er würde es tun. Aber er spielt dieses Potenzial, das dieser Charakter hat, meiner Meinung nach auch nicht so zu 100% aus. Nee. Also ich muss ganz ehrlich auch sagen, im Manga kam der, klar, der hat dieses Fiese, dieses Schleimige, hat er auch im Film. Aber ich finde, das kommt im Manga deutlich besser rüber, hatte ich so das Gefühl. Also ich habe mich im Manga mehr geekelt vor ihm, sag ich mal. Also er wirkt da auch bedrohlicher. Man merkt eben im Manga, dass sich da deutlich mehr in ihm abspielt. Es gab ja nicht nur Slow-Motion-Stellen, es gab da auch so eine Szene mit so einem Nachtclub. Und die hat mich dann sogar noch so ein bisschen an so eine billige Version von Blade erinnert. Wo er dann im da Nachtclub... Da kann ich nicht mitreden. Ja. Gut, diese Gesellschaft, die haben ja quasi nicht das Original übernommen. Die haben ja diese Szene in dem Club quasi abgewandelt. Mhm. Ich weiß nicht, wie es in der Serie ist, aber im Manga ist die anders. Da gibt es einen Kampf. So mit so einer Arena. Genau. Und das ist ja hier nicht gewesen. Nee, das ist so... Er kommt ja auf ihn dann wirklich total belanglos zu. Also er ist in der Bücherei und also unser Ghoul, der kennt, der liest ganz gerne und er sagt, hier, triff dich mit mir mal abends im Club. Ich zeig dir noch mehr Bücher. Und dann kommt er in diesen Club. Ich hab Süßigkeiten. Komm, steig in mein Auto. Ja, also total dumm und creepy. Selbst wenn er ein Ghoul im Anfangsstadium ist, ich hoffe mal, dass da ein Fünfjähriger dahinter steigt, dass das nichts Gutes ist. Aber er läuft... Ja. Aber er läuft... Ich muss auch sagen, ja, sorry. Nee. Also ich fand zum Beispiel, das ist mir jetzt hier im zweiten Teil extremer aufgefallen als im ersten. Ich finde den Ken, dass der hier irgendwie viel naiver dargestellt. Klar ist der ein Schussel, der ist naiv, der ist total blauäugig in der Welt, ist auch im Manga, also der ist komplett blauäugig. Aber ich hatte das Gefühl, dass er hier im Film noch naiver, noch in Anführungszeichen typisch japanisch schüchtern und zurückhaltend dargestellt wird. Also so richtig extrem. Mhm. So hatte ich es jetzt irgendwie im ersten Teil nicht so, ja, er ist auch zurückhaltend, aber nicht so extrem, hatte ich es nicht in Erinnerung. Diese leichte Schusseligkeit ist geschenkt. Das haben viele Animes und Mangas gemeinsam, dass man da am Anfang immer so einen leicht vertrottelten Charakter hat. Aber hier hatte ich wirklich das Gefühl, dass er echt so ein bisschen unnötig dumm ist für mehr dramatische Sachen. Ja. Da muss ich sagen, da haben die zwei, die da den Text, die Regie gemacht haben, in der Hinsicht kein gutes Fingerspitzengefühl gehabt. Also da hatte der Kentaro Hagiwara deutlich mehr Fingerspitzengefühl. Wobei ich auch sagen muss, also ich bin jemand, der auch sehr auf die Musik achtet. Ich kann mich nicht mehr so gut an die Musik aus dem ersten Teil erinnern. Bin aber der Meinung, dass die nicht so ruhig war. Die Japaner lieben klassische Musik und ich hatte das Gefühl, hier kam andauernd klassische Musik vor. Allerdings klassische Musik, die nicht so passte irgendwie. Wie ich schon sagte, es wird alles entschleunigt. Wenn einmal volle Kanne Tempo reinkommt, du denkst, yeah, setzt eure Waffen ein, jetzt kommt Tempo rein, das Blut spritzt, ihr zerfleischt euch. Ja, und dann kommt so Slow Motion und Musik. Also das hat mir dann immer so, wo ich dann immer dachte, oh, warum? Es hätte da noch ein Institut reingepfuscht und gesagt, hier, lass es ein bisschen künstlerischer aussehen. Ja, wie machen wir das? Ach, hau doch noch mal ein bisschen Beethoven rein, irgendwie sowas. Ja, so ungefähr. Ja. Das fand ich sehr schade. Weil ich habe auch was Positives. Im Vergleich zum ersten Teil fand ich hier das CGI deutlich besser. Oh. Im ersten Teil hatte ich das Gefühl, dass das CGI teilweise zu... Ich muss sagen, ich habe quasi mehr Realverfilmungen fast zeitgleich damals geguckt und hab jetzt, ich weiß nicht, Parasite ist auch eine Verfilmung. Die kam ungefähr um den Dreh auch raus. 2018, 17 kam die raus. Und die haben auch, ich weiß nicht, ob das kennt, da geht es um den Parasiten, der in den Menschen lebt und der dann von ihren Körperteilen
Macht übernimmt. Und da wird auch sehr viel mit CGI gearbeitet. Und wenn man die zwei Filme damals verglichen hat, muss ich echt sagen, dass Tokyo Ghoul der erste Teil extrem hinten dran war. Das wirkte alles. Ich ja? habe das Parasite gerade erst mit dem von Bong Joon-ho verwechselt. Dachte ich, nee, es kann es jetzt nicht sein, dass das. Nee. Das ist das, was mit Y geschrieben wird, wo es auch den Manga gibt. Okay. Und er wurde verfilmt. Ich leider nicht, aber ich habe da sogar noch einen anderen naheliegenderen Serienvergleich. Bei Death Note, da gab es ja auch 2, 3 Realfilme. Ja, ja. Bevor Netflix dann noch seinen anderen nachgeballert hat. Ja. Und da haben die sich mehr Freiheiten genommen. Dadurch wirkte es aber auch deutlich organischer. Und man hat auch verstanden, wieso sie diese Freiheiten genommen haben, weil sie da dann teilweise gedacht haben, hier, wir bringen ja jetzt einen Film, dann muss es auch eine filmische Dramaturgie haben. Und hier, da hast du echt das Gefühl, irgendwie, da ist einer die ganze Zeit auf der Bremse, also auf dem Bremspedal, und hat Schiss davor, Gas zu geben. Ja, ja. Wir können jetzt quasi, weil wir merken schon, unsere Meinung ist ja eigentlich recht deutlich dazu. Ja. Kann jetzt sagen, also ich war enttäuscht und ich hatte mir wirklich mehr erhofft, weil ich dachte, komm, der ist von 2019, die werden dazugelernt haben. Ich meine, in Sachen CGI haben sie auch dazugelernt, das muss man auch sagen. Also optisch fand ich den auf jeden Fall gelungen. Aber das Tempo ist deutlich zurückgegangen und ich muss sagen, er hat mich enttäuscht und er bleibt hinter dem ersten Teil zurück, was ich sehr schade finde. Ich habe jetzt nach dem Film komischerweise Bock, den ersten zu sehen. Aber ich denke mir halt echt, wieso sollte man eine Stunde 41 damit verbringen, wenn diese beiden Folgen, die sie diese Geschichte abhandeln, gerade mal 41 Minuten gehen. Ja. In der Zeit hat man locker die Hälfte der Anime-Serie auf Netflix durchgeschaut. Kann ich hier an dieser Stelle deutlich mehr empfehlen. Das ist dann auch kurzweiliger im wahrsten Sinne. Und ja. Ja, sie hätten andere Aspekte mit reinnehmen können, die im 5. und 6. Band schon angedeutet werden. Das hätte, glaube ich, das Feeling des Films, die Andeutung am Ende ist ja offen, also es geht weiter, ist ja klar, ist nicht abgeschlossen. Ich finde, da hätten sie deutlich mehr schon mit, ich kann jetzt leider nicht so viel erzählen, weil das würde ich spoilern, aber ein paar neue Charaktere, die ja im Laufe der Zeit auch im Manga und in der Serie dazukommen, die hätte man hier ruhig schon mit reinnehmen können, dann hätte man den ganzen mehr Pep gegeben. Und halt sich nicht zu sehr auf den Ken fokussieren, sondern auch um sein Drumherum. Weil die Charaktere drumherum haben ja auch eine Geschichte. Und da hätte man viel mehr Andeutung machen können, finde ich. Das ist zum Beispiel auch so ein Kritikpunkt von mir. Also da haben auch diverse andere Charaktere eine Rolle. Aber dafür, dass die dann so impulsgebend sein sollen, wird das auch recht stiefmütterlich behandelt. Und du fieberst nicht so mit wie die anderen, sondern denkst du, ja, ach, okay, wird die Person jetzt nochmal in Gefahr gebracht, um seinen inneren Konflikt da zu verstärken? Das haben sie in den anderen Medien deutlich besser hinbekommen. Man sollte vielleicht auch aus diversen Comicfilmen lernen, dass man nicht unbedingt zu sklavisch die Vorlage abarbeitet, sondern dass man sich Elemente, die gut in der Vorlage funktioniert haben, rauspickt und überlegt, wie setzt man das filmisch um, um so vielleicht den Kern dieser Erzählung gerecht zu werden, um dem Ganzen auch eine filmische Rechtfertigung zu geben. Ja. So böse das jetzt klingt. Ja, also ich würde, der ist ja jetzt nicht grottenschlecht, der Film, nein, man kann sich schon angucken. Er ist halt nur enttäuschend, sagen wir es mal so. Er ist halt nur solide. Ja. Und er hätte deutlich mehr aus sich machen können. Ja. Bei so einer genialen Vorlage. Bei so einer genialen Vorlage, das hätte auch ein schönes, rasantes, blutiges Actionfeuerwerk sein können. Wir haben auch mit japanischen Actionfeuerwerken, da haben wir schon allein mit The Raid und so die Messlatte deutlich höher gelegt bekommen. Also auch da ist eine vertane Chance. Ja. Ich hoffe einfach, dass die nächsten Filme besser sind.
Ja, oder dass also der... Also ich gebe den nächsten Film noch Chancen. Also es ist ja nicht so, dass ich es abgeschrieben habe. Nee, na klar. Schauen wir dann wieder zusammen und dann hoffe ich, dass der Regisseur vom ersten Teil da wieder Regie führt, dass ich das dann auch wieder ein bisschen mehr zu schätzen weiß. Also der Film ist echt nicht schlecht, aber er bleibt deutlich hinter seinen Erwartungen zurück. Genau. So, welche Punktbewertung würdest du den Film denn geben? Von 10 Punkten? Von 1 bis 5 ist hier meistens. Puh. Schwer. Ja, da ich dem ersten 4 geben würde, dem ersten Teil so zum Vergleich, ich muss einen halben Punkt geben, würde ich dem hier 2,5 geben. Bei der Bewertung bin ich halt leider auch erst Durchschnitt, aber es fehlt echt an allen Ecken so das letzte bisschen, das den überdurchschnittlich macht. Genau, genau. Ja. Und es wird ja schon in der ersten Sequenz so böse angeteasert, da denkst du, oh mein Gott, was ist das für einer? Wo er dann noch so genüsslich sagt, ich werde jetzt deine Augen verspeisen und du denkst erstmal so, oh Gott, was ist ein Creep? Nee. Ja. Da kriegt man hohe Erwartung und dann tiefer Fall. Ja. So, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Ja, ja. Dann hoffen wir einfach mal, dass die Regisseure, die alten oder neuen, daraus lernen und demnächst ein besseres Werk hinlegen. Hey, ich bin auf jeden Fall wieder dabei. Nicht nur, weil das heißt, dass wir dann so halbwegs diesen ganzen Covid-Mist durchgestanden haben und ich mich dann auch wieder über Mittelmäßiges freue, aber er macht ja neugierig, aber er macht nicht viel. Nee, ja. Dann sind wir ja eigentlich schon am Ende angekommen. Jo, dann würde ich sagen, du kannst noch mal sagen, wo du zu finden und zu hören bist und dann verabschieden wir uns. Genau, also ich bin eine der drei Frauen vom Comic-Klatsch. Wir haben auch unseren eigenen Podcast. Und ansonsten findet man mich auf meinem Blog Live for Books, wo es halt über Bücher und Comics geht, im größten Teil. Und auch viel über Mangas. Ja, das auch. Mich kennt man hier schon, wenn man den Podcast jetzt hört. Deswegen lasse ich das mit der Vorstellung. Ihr findet mich hier und bei den Comic-Cookies. Da wurde jetzt am Sonntag wieder was produziert. Also das wird wahrscheinlich auch wieder bald online gehen und aktuell noch beim Westworld-Cast vom Telestammtisch, wo wir auch ziemlich viel Arbeit reinsteckten. Kann man sich auch gerne mal anhören. Also, bis dann. Ciao. Tschüss. Schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute besprechen wir Weiß wie Schnee, ein Tiberius-Film. Wir, das sind der Lasse. Hallo, Lasse. Hallo. Wieder in dem Ton. Und ich bin die Eva oder auch nur Eva, wie man möchte. Ja, es ist ein fragwürdiger Film, obwohl ich jetzt gar nicht werten möchte. Es ist mehr oder weniger die Neuverfilmung, wenn man so will, von Schneewittchen. Also sehr, sehr weit hergeholt und will auch gar nicht das sein, was der Alte sein wollte oder so. Geht mehr so Richtung Trash, sexy, femme fatale Geschichte. Oder wie würdest du das benennen, Lasse? So ungefähr, was die technischen Daten angeht. So kommt er am 7. Mai auf DVD. Geht 1 Stunde und 52 Minuten. Filmstarts listet den als Komödie. Nur teilweise verstehen kann, ist eine französisch-belgische Produktion. Regie führte Anne Fontaine und basiert teilweise auf dem Märchen der Brüder Grimm. Und in den Hauptrollen haben wir Louis de Lac, Isabelle Hooper, Charles Berling, Damien Bonnard, Jonathan Cohen oder Jonathan Cohen, Richard Frigitte, Vincent Marcien, Pablo Poli und Benoît Poelvoorde. Ich schätze mal, damit haben wir die wichtigsten. Das sind aber auch auffallend viele Franzosen, muss man jetzt hier dazu sagen. Ja, natürlich.
Ja, ich glaube, Isabelle Hubert, oder? Spricht man die eher so aus? Ich glaube, könnte gut sein. Die kennt man aber auch aus vielen anderen. Also das ist eine bekannte Darstellerin. Genau, also auch die einzige, die ich jetzt so diesmal anschaue. Ich habe noch einen anderen erkannt, den Benoît Poelvoir, der den Buchhändler dort spielt. Den kannte ich aus vielen französischen Komödien, unter anderem als Brutus in Asterix bei den Olympischen Spielen, bei der Realverfilmung. Ja, vielleicht muss ich das auch mal schauen, als Wiedergutmachung. Nein. Auch nicht. Den Film nicht, vielleicht andere mit ihm. Hast du mich daran erinnert, warum wir den Film überhaupt geguckt haben, weil der jetzt dann rauskommt? Ja, es hatte irgendwie einen Grund, warum wir den gesehen haben. Natürlich, das machen wir meistens. Ja, und es ist wieder von unseren lieben Freunden bei Tiberius, was ich nicht so ganz verstehen kann. Aber auch hier verhältnismäßig, ich bin ja am Anfang ziemlich abgestraft worden mit meinen ersten Tiberius-Filmen und ich fand den schon wieder ziemlich, also der hat schon, also man kann schon das Wort Film benutzen, wenn man überhaupt. Oh, definitiv, absolut. Von allem, was ich bisher von Tiberius-Filmen gesehen habe, das hier kommt wirklich einem tatsächlichen, das hier ist ein Film, also unbestreitbar, das ist ein Film. Schon mal, haben wir die Definition schon mal, ja, auch Leute, die es überrascht vielleicht an der Stelle. Ja, wie steht's denn mit der Qualität? Wie wurden wir unterhalten? Also ich habe den Film in 5 Etappen geguckt. Wie ging's dir da? Ich in 2. Ich habe ihn vor ein paar Tagen angefangen, dann ist was dazwischen gekommen und dann habe ich ihn fertig geguckt. Wir haben jetzt gar nicht genau aufgelistet, wie der Inhalt jetzt genau aussieht eigentlich. Stimmt, ja, es ist eben, ja, Schneewittchen-Story, also eine schöne Frau wird verstoßen von ihrer Stiefmutter, sie arbeitet bei ihrem verstorbenen Vater im Hotel und die Frau, also ihre Stiefmutter hat eben einen neuen Geliebten und der verliebt sich dann in sie, weil sie ja so schön ist und dann möchte die böse Stiefmutter sie umbringen lassen oder umbringen dann auch selbstständig. Sie flieht und findet im Wald Leute, die sie aufnehmen, Männer. Es spielen eigentlich keine weiteren weiblichen Nebenrollen mit und alle Frauen mögen sie auch nicht, weil sie schön ist, was ich ein bisschen bescheuert fand, aber okay. Es waren nur Männer und die waren alle sehr nett zu ihr und alle aus einem einzigen Grund. Und ja, sie lässt sich's gut gehen und hat dann da ihre 7 Lover oder so. So ungefähr. Das genau. Nicht komplett alle Lover, ja. Ich weiß nicht genau, was ich im Vorfeld erwartet hatte. Ich hatte erwartet eigentlich Erotik-Trash und das hier ist sehr viel mehr als das. Ich möchte hier gerne The Nice Guys zitieren, wo folgende Zeile zu hören ist. Also, sie haben ein Porno gedreht, bei dem es um die Handlung geht. Ja, also pornorös fand ich ihn gar nicht. Ich fand schon, es hatte Hauch von Softcore-Pornografie. Halt nicht in dem Sinne so. Es war halt auf jeden Fall mehr Erotik und Sex drin als bei einem typischen Mainstream-Film. Und ehrlich gesagt, ich fand diesen hier um einiges. Ja, das ist ja klar. Aber ich fand den hier zum Beispiel auch so um einiges knisternd erotischer als 50 Shades of Grey. Den habe ich leider nicht gesehen. Verpasst nicht viel, aber das hier hatte mehr interessante Erotik, weil ich fand teilweise war der Film sehr clever mit den Verarbeitungen des Märchens, wo dann halt diese Frau entführt sie dann im Auto und da dachte ich, ah, okay, das ist das Äquivalent für den Jäger. Und dann aber, glaube ich, ist dieselbe Frau ja auch quasi diese, dann gibt's irgendwann plötzlich einen Flashback, wo man dann nochmal sieht, wie die böse Stiefmutter das alles einfädelt. Und dann ist irgendwie die Frau, die sie entführt, ist gleichzeitig so ein bisschen, die machen da so interessante Spiegel-Visuals, wo ich mir denke, oh, clever. Also zwischendurch gibt's immer mal wieder so diese Anspielungen halt visuell, auch bei dieser Restaurant-Tanzszene gegen Ende, da siehst du im Hintergrund ja so ein paar von so Märchenpilze auf einem Tisch. Du hast eine Anspielung von Zwergen halt in der Zeichnung. Und die Art und Weise, wie die Männer charakterisiert sind, da sind halt ja tatsächlich 7 Männer, du hast die Äpfel, all das. Also ich fand, teilweise ist der Film da ganz clever vorgegangen und teilweise fand ich es halt zu offensichtlich. Aber letztendlich geht es irgendwie darum, diese junge Frau wird irgendwie freigelassen und dann schläft sie mit mehreren dieser Männer. Ja, also darum geht es eigentlich. Es ist irgendwie nur Fake, dass es halt als Schneewittchen eingebettet ist, damit man irgendwie einen bekannten Namen hat. Also eigentlich hätte es das gar nicht gebraucht. Man wollte einfach eine schöne Frau zeigen, die mit Männern rummacht. Aber was ich, ja, also,
Was ich auch noch anmerken möchte, diese Tanzszene, weil du es gerade gesagt hast, das ist ja schon so ein bisschen durchmischt. Also es ist nicht dabei geblieben bei diesen, es gibt ja so zwei Versionen irgendwie von Schneewittchen. Bei der einen ist es mit dem Apfel und bei der, ich glaube, bei der ursprünglichen, die etwas gröber ist, ist ja diese Tanzszene, wo sich dann die Alte, glaube ich, tot tanzt oder Schneewittchen. Oh ja, genau, das ist dann eine Anspielung auf das Ende. Und hier hat die Stiefmutter ein anderes Ende, genau. Also in der einen Version, Schneewittchen war ja mein Hauptpopstar, als ich 7 oder 8 Jahre alt war. Und einmal tanzt sie sich halt, glaube ich, tot und einmal wird sie ja vom Blitz erschlagen und fällt dann irgendwie die. Das ist bei dem Disney-Film ist das mit dem Blitz. Da machen sie halt so ein leichtes Action-Ende. Genau, da machen sie es direkt, dass die Königin noch in ihrer verwandelten Gestalt wird sie von den Zwergen verfolgt und dann stirbt sie direkt. Im Märchen stirbt sie halt erst ganz am Ende. Genau, so brutal war jetzt der Film nicht wie die Grimms-Version. Also. Nein, definitiv nicht. Ich war halt überrascht, dass es ab 12 freigegeben ist, weil ich finde, es ist doch ein bisschen zu offensiv Sex für. Ich meine, es ist jetzt nicht. Ich meine halt, man sieht halt weibliche Nacktheit, das ist jetzt nicht mega grafisch. Nur Brüste, oder? Man sieht ja, das schon, ja. Aber es ist trotzdem ein bisschen mehr. Also ich meine, es hat ja schon so etwas, dieses 50 Shades-Niveau von der Nacktheit her, wo ich mir denke, ist nicht unbedingt. Ab 12, würde ich widersprechen. Und ich glaube halt auch, 12-Jährige fänden es eher. Und darauf achten die ja da nicht. Aber ich fand halt, zwischendurch hatte der Film leider doch sehr Längen. Das Konzept trug nicht ganz das Märchen oder umgekehrt, weil letztendlich wir lernen so einen dieser Männer nach dem anderen kennen und wir stellen dann zum Beispiel fest, einer von denen hat so einen ganz komischen Fetisch, bei dem sich Schneewittchen ein bisschen, also das Schneewittchen-Stand-in amüsiert. Eine lustige Sache gibt es, weil sie ist da mit Zwillingen in diesem Haus und damit machen sie einen ziemlich witzigen Twist an einer Stelle, was ich ganz lustig fand. Nein, das will ich auch nicht, Nein, das wollte ich auch nicht spoilern. Es gibt diesen Musiker, es gibt noch den Sohn von dem Bibliothekar oder wie auch immer, es gibt diesen Priester, aber nicht alle sind so komplett jetzt sexuell interessiert an ihr. Also bei einigen geht es ein bisschen tiefer oder weiter oder wie auch immer. Und was ich aber auch anmerken möchte, ist, die Franzosen, Anne Fontaine, die hat zum Beispiel diesen Coco Chanel-Film gedreht, also sie ist keine unerfahrene Regisseurin. Und eins muss man halt sagen, die Franzosen wissen, wie man Filme macht. Und das ist ein wirklich sehr hübsch aussehender Film. Die Einstellung, die Shots, ich fand wirklich, das war visuell sehr schön. Es gibt diese Autofahrtsequenzen auch, wo ich so ein bisschen an The Shining denken musste, vor allem, weil die Musik ganz ähnlich klingt. Also da war so wirklich eine offensichtliche Anspielung dran. Aber ich fand von der Kameraarbeit her, gerade für etwas, was dann von Tiberius-Film abgepickt wurde einfach, also da dachte ich mir, wow, also die haben hier wirklich mal einen Film mit Qualitätslook. Ja, das schon, einigermaßen. Also ich fand halt die Stimmung so krank und fand es dann aber auch so eine seltsame Art, das dann als sexy zu verkaufen oder so. Es hatte sowas eher so eklig. Also irgendwie war es nicht ganz geheuer. Also deswegen finde ich diese ab 12 Jahren, also vor allem von der Nacktheit-Level her, fände ich ab 12 fast ein bisschen übertrieben. Aber ich jetzt verstehe, was du meinst. Moralischen oder also wie die Leute damit dann da umgehen und so diese Grundstimmung, so dieses, sie ist eigentlich so der Spielball und ich weiß nicht, und andererseits spielen alle nur miteinander. Also es hat so eine komische Leichtigkeit, aber auch sowas total Ekliges. Es ist sehr. Naja, was dann auch faszinierend sein kann, finde ich, aber. Ja. Ob es gut ist, weiß ich gerade doch nicht. Es ist halt sehr oberflächlich. Halt, sie ist einfach. Sie wurde direkt entführt, anscheinend halt, um dann getötet zu werden. Und dann ist sie aber. Kommt sie irgendwie. Sie ist so irgendwie unberührt davon und kommt dann relativ schnell irgendwie mit dieser neuen Situation klar und schläft dann relativ schnell auch schon mit einem von denen. Und es ist einfach so. Und ich meine, ich verstehe halt schon, dieses. Vielleicht hat sich das so in ihr aufgestaut, so dieser Hunger oder die Erotik oder wie auch immer, aber das wurde vorher nicht. Von was? Von dem. Das ist eben das Ding. Halt. Ich weiß ja nicht. Stiefmutter. Keine Ahnung, ich weiß halt, das wurde halt am Anfang nicht klar herauskristallisiert. Die hätten das noch mehr am Anfang vielleicht inszenieren sollen, dass sie dort eingesperrt ist, tatsächlich an diesem Ort. Dass es halt eher wirklich so diese Gefangenenrolle ist und sie hätten etwas mehr Vorgeschichte wäre dem zuträglich gewesen, dass diese plötzliche Entwicklung, jetzt bin ich hier mit diesen Männern allein, ich kann machen, was ich will und so, das ist einfach, da gab es keine gute Entwicklung für.
Ja, und vor allem war ja die Stiefmutter erst gar nicht böse dargestellt. Also es Nee. Erst also einfach so, nur also sie war plötzlich dieser eitel oder so, aber sonst klasse Frau. Ja, es ist auch, ich fand das Schauspiel sehr gut. Auch die Synchro hat diesmal nichts kaputt gemacht, was ich erstaunlich fand. Die Schauspieler waren gut besetzt. Ich fand, die hatten Ausstrahlung. Es gab Comic Relief Momente, die funktioniert haben, aber die Franzosen, die haben da auch einfach so etwas gewisses Eigenes, wo du wirklich dir schon extrem viel Mühe geben musst, um da etwas zu finden, wo es da hapert in diesen Bereichen. Wo ich richtig überrascht war, ich weiß nicht, ob dir die Musik im Film aufgefallen ist. Kaum, oder? Doch, weil ich fand nämlich, dass sie ziemlich schön klang. Die klang so verträumt und spielerisch und teilweise auch bedrohlich. Der Komponist ist Bruno Collet. Den kennst du vielleicht von Filmen wie Die Kinder des Monsieur Mathieu, Die Melodie des Meeres und Coraline. Also ersteres dann. Der ist sehr aufgefallen, muss ich sagen. Also nur der eine spielt ja, macht ja Musik selber und das wurde halt, also die Musik, die im Film wirklich. Ah, genau, die Bach und all das, genau. Nee, aber halt auch der Score selber. Und ich dachte, die haben da wirklich einen aus der obersten Reihe, was die Franzosen angeht, sich gegriffen, weil Bruno Collet ist echt ein großer Name. Haben sich nicht lumpen lassen. Nee, also da war ich überrascht. Tatsächlich, auch wenn man jetzt vielleicht etwas schmunzeln möchte, ich hätte schon gerne ein Schneewittchen mit schwarzen Haaren gehabt, damit dieser Spruch passt. Ja, das, und, ja. Schwarz wie Ebenholz und so weiter. Aber weil ich, also, war schön anzuschauen. Also ich muss sagen, ich fand den Film ziemlich nicht so, also mir, aber ich fand die Schauspielerin ziemlich hübsch und man kann da ja schon, wenn man einen Menschen hübsch findet, da gut mal 1,5 Stunden oder länger hinschauen. Also das erleichtert einem die Sache so ein bisschen. Aber ich fand es trotzdem, wie gesagt, also für ein Schneewittchen hätte es nicht unbedingt gebraucht, aber es war ja auch, wie gesagt, eine sehr modernisierte oder abgewandelte Version. Ja, ich fand es halt tatsächlich leider, also zwischendurch gab es echt Längen, wo ich mir dachte, ah, ich war auch nicht in der allerbesten Stimmung, als ich den geguckt habe heute. Also nicht in der richtigen Form, dass ich mir denke, ah, jetzt analysieren und so weiter. Ich war so ein bisschen neben mir und es war halt extrem, zwischendurch passiert dann doch extrem wenig. Und so geheimnisvoll ist er jetzt auch nicht, dass er einen da total inspiriert und man da ins Nachdenken oder Deuten kommt. Hatte ich auch gar nicht so Lust drauf. Ich deute sonst schon gern Märchen und aber ja, ich glaube, das war jetzt auch nicht Sinn dieses Films so. Es war halt eine sexy Lolita-Geschichte und. Ja, das stimmt. Es hat diesen gewissen Lolita-Vibe, da hast du recht. Ja. Mal zu den Empfehlungen kommen und zum. Würde ich auch sagen, Empfehlung und Fazit, ja, du bitte doch zuerst. Wer sich seicht unterhalten lassen will und eine schöne Frau anschauen will, der kann das gucken. Ja, es gibt schlimmere Tiberius-Filme, also ich finde, es ist so ein eigenes Universum, deswegen ja, ich glaube, ich gebe 1,5 bis 2, manchmal 1,7 Punkte. Ja, kann man sich anschauen, aber ich finde, es ist halt komplett, also wenn man sonst nichts zu tun hat, kann man den angucken, wenn man meint. Ja, also es ist, das Ding ist halt, es ist so ein komisches Mittelding, weil für Arthouse ist es zu konventionell, für einen reinen Porno ist da zu viel Handlung und zu wenig Sex. Aber für so einen allgemeinen Mainstream-Romanzenfilm ist da zu viel Sex und nicht genug Gefühl. Es ist einfach es gibt auch nicht wirklich viele witzige Stellen, dass man das als Komödie verkaufen könnte. Es gab so ein paar Schmunzelmomente höchstens. Die Stelle mit den, wenn die Eichhörnchen da bei der einen Szene zugucken, wo ich mir auch dachte, diese Art von Parodie hat der Simpsons-Film viel besser hingekriegt. Aber welche Parodie meinst du? Oder einfach, weil Schneewittchen halt immer mit Tieren im Wald ja geredet hat. Genau, ja, weil nämlich mit Tieren dann spricht und singt und so. Und hier gibt's dann halt, wo Eichhörnchen dann bei einer Sexszene zugucken. Aber halt die Art von Parodie, die gab's auch beim Simpsons-Film. Und da fand ich sehr viel witziger. Also deshalb ist es einfach, das Schauspiel ist gut. Der Look ist wirklich sehr schön. Es ist ein sehr, sehr hübsch aussehender Film. Sehr gut gefilmt. Die Musik ist gut, bis auf diesen einen Techno-Schrott, der dann an einer Stelle spielt. Aber ja, es ist letztendlich wirklich für alles, was wir bisher von Tiberius-Filmen gesehen haben, war das ja wirklich mit einer der erträglichsten und mit der meisten Substanz bisher für mich.
Und mein Fazit sähe aus, geben wir doch, wie wäre es, wir geben vergiftete Äpfel. Du hattest noch keine gegeben, ne? Stimmt, ja. 1,7 also, vergiftete Äpfel hatte ich. 1,7, ich würde mal sagen 2,3. Also ich fand den jetzt nicht so total ärgerlich wie manche Filme, die einfach so einen so anspringen mit ihrer Blödheit. Also das nicht, aber er war halt einfach so auf so einer seichten Ebene so eklig, wie ich es halt vorhin schon gemeint habe. Ja, ich hätte halt echt saugern auch Max seine Meinung dazu gehört. Aber den müssen wir dann auch. Ja, leider musste Max absagen. Ja, ich weiß nicht, ob er den Film so unerträglich fand oder ob es andere Gründe gab, aber das, das Ding ja, du hattest vorhin irgendwas gesagt von wegen, ach ja, eklig, weil wir die Franzosen, die können halt auch gerne mal in dieses krank-erotische verfallen. Ich meine, ich muss jetzt nicht erst zu der French-Extreme-Welle rüberschwappen. Das ist da halt, die haben da bestimmte Filme in dieser Art, wo es dann halt, oh Gott. Also da gibt's wirklich Leute mit kranker Fantasie, die da irgendwie Filme produzieren. Und das hier ist zahm. Es ist absolut zahm. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Aber du hast recht, es hat so diesen gewissen, diesen Provinz-Franzosen-Sex-Begierde-Unterton, wo ich gut verstehen kann, dass du das irgendwie seltsam fandest. Ja, ich glaube, da bist du auch abgebrühter vielleicht. Also, eventuell, ich meine, einige dieser richtig extrem French-Extreme-Sachen habe ich auch gar nicht gesehen, weil das absolut nicht mein Ding ist. Und ich finde Leute, die so etwas tatsächlich angucken, sehr suspekt. So etwas wie Matthäus oder es gab da so einen mit was im Prinzip eine französische Version war von was war das? Der, wo sie mit den Kanus da in das Hinterwäldler Dorf fahren. Und dann dieser amerikanische Film. Ich habe leider nicht mehr. Wer stirbt zuletzt oder so ähnlich? Oder stirbt an einem? Nicht stirbt an einem anderen Tag, ist James Bond. Kann ich dir leider jetzt auch nicht helfen. Ah Gott, es ist. Das kann auch nicht sein. Warum weiß ich den Titel nicht mehr? Die Zuhörer wissen garantiert, welchen ich meine. 3, 2, 1, nee, das ist, oh Gott, das setzt mich voll unter Druck. Ich weiß den Titel nicht mehr, aber ihr wisst schon, was ich meine. Es gibt einen französischen Film, der da in diese Richtung geht und das ist echt extrem eklig und schmuddelig und krank und du willst danach duschen. Hier hatte ich halt nie das Problem. Jetzt hast du es spannend gemacht, aber vielleicht kannst du es ja beim nächsten Mal dann verraten, welchen Film. Ich weiß halt nicht mehr, wie der französische Film auch heißt, aber es ist definitiv halt, es gibt diesen amerikanischen Film, der auch nicht, das ist auch so ein ähnlicher Titel wie Spiel mir das Lied vom Tod, aber ich kann mir beim besten Willen beim Sterben ist jeder der Erste, jetzt weiß ich's. Juhu! Das ist der deutsche Titel, ja. Okay. Es gibt da eine Art es gibt da so eine leicht französische, also das kommt mir vor wie so eine französische Version davon, das ist total krank und eklig. Ja, aber so ist dieser hier nicht. Mit diesen Worten krank und eklig finde ich gute Schlusswörter. Ja. Oder? Ja. Ja, auch wenn sie nicht zu diesem Film passen. Bleiben wir und wünschen euch noch schöne, einsame Corona-Tage. Ja, genau. Wenn ihr halt nicht selber Sex haben könnt, dann guckt vielleicht diesen Film hier und der könnte euch ein bisschen Abhilfe schaffen. Okay. Ja, schön. Bevor das jetzt klar, ich stehe dafür mit meinem Namen, dann Happy Milchschnitte. Tschüss. Tschüss und lasst euch nicht von sauren Äpfeln beißen.